Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars World Peppa Pig. Einmal synchrones Winken, das ist doch wunderbar. Ja. So, mal schauen, ob diese Folge mal wieder ein bisschen stärker wird. Und ja, die letzte Folge war ja dank dem Black nicht ganz so stark, weil der sich nichts einfallen lassen hat. Das Thema war cool, das Thema war gut. In dieser Folge wollten wir über Minecraft reden. Mal was ganz was Neues, oder? Ja, ja, über das neue Projekt. Wir wollten sehen oder darüber reden, wie schlecht du da gerade abschneidest. Ach so, okay, gut. Okay, warum? Was habe ich denn schlecht? Ich habe doch in der ersten Folge habe ich genauso viel geschafft wie du. Nee, ein bisschen weiter war ich schon. Ja, doch? Ja, aber das ist so viel mehr auch nicht eigentlich. Nee, na, ich hatte immer schon ein Steinschwert. Ach so, ja, nee, das habe ich dann. Ja, das hatte ich, glaube ich, noch nie. Stimmt, das hatte ich noch nicht. Hat mich erstmal gewundert. Stimmt, ich hatte erstmal meinen Zaun aufgebaut, dann war das irgendwie richtig fail mit dem Zaun. Dann habe ich den irgendwie doch wieder an dieselbe Stelle gesetzt. Ja, naja. Wie viele Folgen hast du zum jetzigen Zeitpunkt? Ich habe bisher aktuell, ja gut, wenn die Folge draußen ist, werden es wahrscheinlich mehr sein. Aber jetzt im Stand der Aufnahme habe ich jetzt aktuell 4. Aber ich bin auch schon gestorben, muss ich sagen. Ach so. Ja, mich hat es auch schon erwischt. Bist du auch schon gestorben? Nein, aber es war einmal sehr, sehr knapp. Ah, okay, gut. Gerade weil, wie gesagt, ich hatte ja ein paar Leckprobleme, die übrigens jetzt im Moment testhalber behoben sind. Sieht man ja hier unten, 69 ist jetzt nicht der beste Ping. Das liegt aber daran, dass ich momentan auch mit Fullspeed nebenbei hochlade, um einfach das wirklich zu testen, ob das so funktioniert, wie es sein soll. Hab mir da ein extra Programm runtergeladen, was eben den, sagen wir mal, Traffic nicht nur, sagen wir mal, begrenzt für irgendein Programm, sondern einfach quasi dem einen Priorität setzt. Das heißt, wenn jetzt Star Wars sagt, hier, ich muss da mal Daten rausschicken, sagt das Programm, alles klar, du darfst durch, aber ja, hier, dein Upload muss mal kurz warten. Da die Daten ja eigentlich relativ gering sind, aber Star Wars halt schnell die Daten braucht, deswegen halt einen höheren Ping, bevorzugt er das. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich mit Full Upload einen Ping von 400-500. Nee, wir müssen nach oben wieder. Lol. Ja, toll, ich renne da hinterher, nur weil ich quatsche. Das war nicht so. Nicht ja, gut. Und wie gesagt, gerade bei meinen ersten Folgen war es halt so und auch in der zweiten Aufnahmesession, dass ich dann einen, sagen wir mal, teilweise sehr viele Lags drin hatte, sehr laggy, sehr pingig, also wirklich eine ganz schlechte Verbindung. Und naja, ich hoffe mal, dass ich das in den Folgen danach dann irgendwann geben wird. Und einmal bin ich da beinahe an einer Spinne gestorben. Ich habe einfach nur wie wild durch die Gegend gefuchtelt in der Hoffnung, dass ich die Spinne treffe. Okay. Aber die ist auch nur hin und her gehupft und ich habe es nicht gesehen. Okay. Ja, also ich sag mal so, das eine Mal war es bei mir wirklich sehr, sehr knapp gewesen. Ich erzähle das noch ganz kurz. Und war sehr, sehr knapp und auf der anderen Seite hat es mich dann erwischt. Ich habe gerade, aber da konnte ich nichts machen. Es war eigentlich jetzt nicht so direkt meine Schuld. Ich habe gerade, keine Ahnung, ich habe einen Dungeon gefunden, eine Mine habe ich gefunden gehabt, wollte gerade einen Waypoint machen und dann kam von hinten so ein Creeper und hat mich halt einfach umgeklatscht. Also kannst du halt nichts machen, ne? Das ist halt echt ärgerlich. Explosion habe ich auch schon gehabt. Ja. Ich habe sie aber aus irgendeinem Grund überlebt. Ich hatte auch noch keine Rüstung. Ja, aber die war halt direkt, na gut, der war halt direkt vor mir. Da konntest du halt nichts machen. Ich bin glaube ich, noch ein Stückchen weggerannt und ich bin in die Luft gesprungen und bin dann irgendwo ein Stückchen höher auf dem Felsen wieder aufgewacht sozusagen. Aber folgen wir erstmal dem Gespräch. Ja. Habt keine Angst. Ich gehöre nicht zum Imperium. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wer republikanische Sympathisanten meldet, wird belohnt. Wer Anarchisten Unterschlupf gewährt, wird bestraft. Was ist euch lieber? Och, kleiner Dumbo, alles gut. Der beste Soldat der Republik ist hier. Das ist der sicherste Ort auf ganz Hoth. Die Republik hat eurem Volk diesen Planeten gestohlen. Das Imperium wird ihn euch zurückgeben, wenn ihr uns nur lasst. Genau. Wann habt ihr ihm das gesagt? Vielleicht können wir ihn noch aufhalten, wenn wir uns beeilen. Ihr seid allein hier draußen. Dem Senat ist egal, was im Outer Rim passiert. Ergebt euch. Dann könnt ihr Hoth heil verlassen.
Geht. Aber das Imperium hat noch nicht gewonnen. Noch können wir eure Leute retten, wenn ihr gewillt seid, es zu versuchen. Okay, dann schaffst du mal Behilfe, Dumbo, und wir sind weiter. Sehr niedlich. Ich finde ihn niedlich. So, und übrigens hat mein Bolzon natürlich recht. Wir sind die Besten, der Besten, der Besten. Soldaten und, der Republik, euer Stützpunkt wurde zerstört. Ihr sitzt hier fest und seid umzingelt. Ergebt euch dem Imperium. Lieutenant, ihr müsst den Stützpunkt evakuieren. Die Minen darunter sind mit Gas gefüllt und das Imperium hat vor, sie explodieren zu lassen. Was? Ist das euer Ernst? Ich schicke jeden, der einen Blaster halten kann, zu eurer Position. Versucht uns ein wenig Zeit zu verschaffen. Wenn das nicht funktioniert, wird es dort sehr bald sehr heiß. Verstanden. Und danke. Wir haben hier eine Menge Verletzte in Koltotanks. Wir brauchen mehr Zeit. Geht in die Minen und versucht sie davon abzuhalten, das Gas zu entzünden. Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Viel Glück. So, okay. Also, wir haben hier wieder mal Rettungsmission. Nicht einer Person, nicht zwei Personen, sondern einen ganzen Stützpunkt. Juhu! Ich freue mich. Ich auch. Ich habe einen Erfolg abgeschlossen. Aufrichter. Das ist, was? Aufrichter. Oder Aufrichter, keine Ahnung. Das ist ehrenswert. Aufrecht, der, genau, ich weiß. Also aufrecht, also du bist ein aufrechter Mensch, sowas in der Art, das ist gemeint. Ja, genau. Ja, okay, wollte ich nur wissen. Ja. Guck mal, wir kommen auf. Tim. Liegt da von da oben noch der Totkopf? Ich bin doch auch ein ganz lieber und netter und zutraulicher und zuvorkommender, hilfsbereiter Mensch. Mensch. Naja. Naja. Ja, kann man schon so stehen lassen, ne? Es gibt schlimmere. Nicht viele, aber es gibt schlimmere. Nicht. Wer denn zum Beispiel? Wer ist denn schlimmer? Joey Kelly. Ja, nur weil du die Kelly-Family nicht leiden kannst, oder was? Ja. Und soll ich mal anmachen? Soll ich mal anmachen? Nein, nein. Dann würden wir das Let's Play sofort beenden müssen. Das ist dir klar. Ja. Nee. Den Content, also ich den sag mal, Content, warte, den, warte, ich, charakterlich, warte, ich such mal. Hast du natürlich recht. Charakterlich hast du natürlich recht, charakterlich ist er besser als du, weil er doch ziemlich ehrgeizig ist und sagen wir mal, eigentlich auch oft genug versucht, fair zu kämpfen, wenn er was macht, aber singen kann er nicht. Warte, ich such mal was im Handy raus, den Content Strike, den nehme ich gerne mit. Sag bloß, du hast da wirklich noch was im Handy drin. Was? Wie im Handy? Von der Collie Family. Nein, YouTube, Mann. WLAN und so. Und ach, Quatsch. Quatsch. Naja, dann spiel's mal ab. Ich bin der Erste, der dich meldet. Ja, den Content Strike nehme ich, wie gesagt, gerne. Wobei, mittlerweile ist es, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm, oder? Mit den Content Strikes so richtig? Momentan, wie gesagt, wir sind... Also ja, wir sind ja sowieso... Wir sind ein bisschen, in Anführungsstrichen, in der Hinsicht geschützt durchs Netzwerk, aber wie gesagt, wenn wirklich eine, sagen wir mal, irgendwas wäre, bekannte Lieder wird YouTube sicher rausfiltern können oder das erkennen auf, ja, können. Das auf jeden Fall. Und dann, ja, wird sie dir eh sagen, hier, das darfst du nicht. Aber mir geht's jetzt eigentlich eher darum, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich habe hier so ein... Na gut, aber es ist unterschiedlich, was da halt passiert, ne? Keine Ahnung, kann natürlich so ein Video haben, wo irgendwie sonst, ja, keine Ahnung, so Urheberrechts-Content halt drauf ist, gedöns. Dann gibt's ja verschiedene Stufen, wie das passiert, ne, kannst ja dann, keine Ahnung, kannst du erstmal erlauben, dass die das irgendwie noch nutzen dürfen, so gesehen, das Video, und hast nicht gesehen. Also einerseits, wie gesagt, es kann sein, dass gesagt wird, okay, du darfst damit kein Geld verdienen, also mach die Werbung raus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann aber auch sein, dass halt gesagt wird, ja, du lass die Werbung drin, aber das Geld für das Video, das bekommen wir. Im Prinzip gehört uns selbst das Video. Es kann eben auch sein, dass er halt das teilweise anteilig ist. Es kann aber auch sein, dass das Video gesperrt wird. Oder wie gesagt, dass du wirklich so einen Strike bekommst. Und die Strikes sind quasi die härteste Form der Bestrafung, nämlich 3 Stück, dann ist dein Kanal hinüber.
Aber die laufen, glaube ich, auch ab innerhalb eines halben Jahres, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr ist oder ein Jahr. Also sie laufen ab, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wobei, selbst wenn zumindest ich, also keine Ahnung. Das heißt, im Grunde genommen, sogar wenn ich das jetzt hier rennst so du denn schon wieder hin? Ups. Oh, sorry. Sogar wenn ich das jetzt im Grunde genommen halt abspielen würde, ja, zum einen kann es sein, dass es gar nicht rausgefiltert wird. Wahrscheinlich kommt halt drauf an, je nachdem, was du halt redest gerade, halt auf jeden Fall. Hm. Und wie laut es halt auch ist. Und zum anderen kann es natürlich sein, dass es halt wahrscheinlich auch nur eine kurze Stelle des langen Videos eigentlich ist. Dass du halt wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, einen Hinweis bekommst, hier, ja, mach das mal raus oder sowas in die Richtung nach dem Motto. Ja, ne, wahrscheinlich wird es so ablaufen, ne? Ja, bevor du es hochgeladen hast, ist, oder beziehungsweise bevor du es veröffentlicht hast, ist diese Option ja eh in der Regel mitgegeben. Dann wird dir ja gleich gesagt, hier, da ist was drin und sowas in der Art. Aber ich sag mal so, die richtigen Strikes bekommst du ja, wenn jemand einen Anspruch auf das Video erhebt oder Anspruch auf die Musik und sagt, ja, du durftest das nicht. Okay. Und der hat also mein Eigentum widerrechtlich verwendet. Weil du hast dich ja in den AGBs bereit erklärt, eben dies nicht zu tun. Jetzt gibt's halt da die Möglichkeit, dass er, wie gesagt, das, was ich halt aufgezählt habe, dass der Betreiber entweder, das wird automatisch gemacht, in den meisten Fällen, dass das halt automatisch bei YouTube eingereicht ist, hier, wenn da sowas kommt, mach das und das. Kann es natürlich mal sein, dass YouTube das fehlerhaft einfach erkennt oder eben die irgendwelchen Mist eingereicht haben, dass das halt, wie es bei mir beispielsweise bei Mass Effect 3, da war ein Video dabei, da wo eine Szene, ein Videomaterial wohl Eigentum einer anderen Firma hätte sein sollen. Und einmal war das bei Fiesta, wo halt ein Lied, was aber auch schon tausendmal in der Playlist lief, und was von meinem Cousin selbst geschrieben und selbst gesungen ist, Eigentum von irgendeinem Inder sein sollen. Das können fehlerhafte Treffer sein, das kann aber auch sein, dass es gibt halt wirklich Firmen, die gehen durch die Gegend und sagen, ja, okay, ich probier's mal, ich frag den mal. Und guck mal, ob der da oben, der leitet gleich, der Jameson, überlebst du's? Bleib am Leben, mein Freund. Ja, den schafft er, okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, also bei meinen einigen Projekten, ich glaube Dragonnest und Minecraft in erster Linie nutze ich die Musik zum einen von unser Netzwerk da, wo ein Partnervertrag halt abgeschlossen hat und zum anderen von dem YouTuber KST Beats, könnt ihr halt dann auf jeden Fall halt nochmal in die Beschreibung halt reingucken. Ist alles vernünftig verlinkt auf jeden Fall. Und lizenzfrei zum einen. Genau. Und zum anderen, wie gesagt, was auch wichtig ist, gerade hier in Deutschland, die sind GEMA-frei. Das heißt, wenn du zwar von einem die Lizenz hast oder wenn du selbst der Sänger vielleicht sogar bist oder beziehungsweise du selbst deinen Bandkanal machst und bei der GEMA drin bist, dann wird dein Video gesperrt, ob du das willst oder nicht. Wobei man halt dazu sagen muss, dass bei diesem KST Beats war letztens ein Video, da hat er aber selber ein Video auf dem Kanal gehabt, was halt Content Strikes verursacht hat. Da hat irgendwie so eine italienische Gruppe das versucht, hat sich allerdings dann auch per Mail oder Video oder was auch immer, der hat sich halt ein Video dann gemacht und da hat die Mail gezeigt und hat sich die Gruppe halt so gesehen entschuldigt und so weiter und hast nicht gesehen, aber der Anspruch war auf jeden Fall bei 2-3 meiner Videos halt auf jeden Fall trotzdem noch gegeben. Aber gehen wir halt erstmal nochmal ins Gespräch hier rein. Doika Broda Pachi Isa Jonki. Stets zu Diensten. Kupa tonti toki maki chisa chubolo wawuni. Poya tuka changa goptula do bata wana wanki. So, gut, das hätten wir. Warte mal, was gibt's hier von Kampfkunststiefel? Jorgens, wo sind die Laras da? Sind aber die sie hat besser, also mach mal zu. So, also wie gesagt, du hast recht, wie gesagt, einerseits kann das immer mal vorkommen, wenn du dir sicher bist, die Rechte zu haben, dann kannst du da Widerspruch einlegen. Nur wenn du quasi weißt, okay, eigentlich hat er ja recht, aber ich lege trotzdem Widerspruch ein, da kann es dann auch für deinen Kanal, sagen wir mal, gefährlich werden, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und das heißt, hat er, ich glaube, 1-2 Widersprüche hatte ich da, glaube ich, auch eingelegt und die wurden, glaube ich, beide positiv genau. Und das Nette ist ja, wenn je mehr, sagen wir mal, Widersprüche abgelehnt werden von einer Gruppe oder eben von einem Urheber sozusagen, desto weniger darf der nach und nach dann einzahlen sozusagen, kann man nennen. Also sprich, wenn einer, ja, was ich, 10-mal irgendwas bestriken wollte oder claimen wollte und der dann sagt, ja, wie nehme ich es denn am dümmsten? Da drin war übrigens deine Quest, wir müssen dann noch zurück, ne? Wo denn? Zurück. Wir sind gerade durch deine Quest durchgeflogen. Also ich bin zumindest durchgeflogen. Du scheinst das nächste genommen haben. Ich hab aufs Grüne geklickt.
Ja, dann komme ich gleich zurückgeflogen. Ja, wie gesagt, und je mehr quasi falsche Strikes drauf sind oder falsche Claims, desto weniger darf der das dann auch. Hm. Da werden dann teilweise welche automatisch abgelehnt, sowas in der Art halt. Jo. Dann ist das ja auf jeden Fall ist schon mal gut. Ja, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ich komme jetzt zurückgeflogen. Hm. Ist natürlich eine ganz andere Sache, weil schlicht und ergreifend, wenn du das verkehrte Zeugs drauf hast. Also wenn du wirklich, sagen wir mal, Grund hast, dass du gestrikt wirst, ne, dann lebt dein Kanal nicht lange, weil das sollte natürlich nicht sein. Deshalb wirklich immer auf Nummer sicher, zu allem die Lizenzen nehmen. Deswegen ist es ja auch so, dass ich bei Fiesta ablehne, auf oder was mit PW-Servern zu machen, also Privatserver. Weil, sagen wir mal, da sind die Lizenzlage auch nicht immer gekannt. Ich bin gerade in der Dings, das geht nicht, ja genau. Ja, weil das hier ein bisschen weiter weg ist, das hier auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal die Folge, denn die Folgenzeit ist nämlich schon wieder rum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal wieder, lasst ein Feedback da. Danke fürs Einschalten und Tschüssikowski. Tschüss.